Okay, Freunde, wir sind an einem Punkt angelangt, wo sich ein jeder von uns für ein Handwerk entscheiden muss. Ich habe gehört, dass man sich als Schneiderin eigene Taschen nähen kann. Deshalb werde ich mich auf das Schneidereihandwerk spezialisieren. Was für eine Überraschung. Raul und ich haben das schon längst geklärt. Ich werde mich auf Alchemie spezialisieren. Ich meine, wusstet ihr, dass es einen Viagra-Trank gibt? Ach ja, und was macht Raul? Hat er doch gerade gesagt. Hörst du nicht zu? Hä? Ich hab nichts gehört. Wärst du in Gedanken nicht immer bei deinen Taschen? Leicht geisteskrank. Dann wüsstest du, dass sich Raul auf die Verzauberei spezialisieren wird. Miracoli, hast du? Lasst mich aus euren albernen Neckereien raus. Aber... Oh, sie steht auf mich. Ich werde mich übrigens auf das Lederer-Handwerk spezialisieren. Auf eine kranke Art finde ich es äußerst anregend, toten Tieren das Fell abzuziehen und mir daraus Kleidung zu nähen. Ach, wo? Wo bin ich hier nur reingeraten? So, ich muss dann mal los. Ich habe gleich eine Verabredung mit einem neuen Druidentrainer. Er wird mich die Bärenform lehren. Ich bin schon ganz gespannt. Bis später, Freunde. Horst, für welches Handwerk hast du dich entschieden? Horst? Horst! Feuer heiß! Kann mir irgendwer sagen, wie das Kommando für Gilde verlassen lautet? Naja, Alt und F4. Okay, Alt und F4. Ich bin dann mal... The system is shutting down. Und? Damit können wir sie jahrelang aufziehen. Oh, so gut. Haut mal. Ich habe eine neue Quest. Tiefenschachtmine auskundschaften und Goldzahn töten. Gold was? Ja, Horst, die Quest haben wir alle. Warten wir noch kurz, bis sie ihre Figur wieder aufs Spielfeld gestellt hat. Und dann ziehen wir gemeinsam los. Und das tun unsere Helden dann auch. Nach einem längeren Weg und diversen Wutanfällen von Atinuviel erreichen unsere Freunde die sagenumwobene Tiefenschachtmine. Oh. Und wie ich sehe, ist Miracoli gerade bei seinem neuen Druidenlehrer angekommen. Wartet mal, wieso liegt der denn auf dem Boden und schnarcht? Warum liegt hier überhaupt Stroh rum? Hallo? Hallo? Hä? Warum hast du so eine Maske auf? Hab ich nicht. Dann muss ich denen leider mitteilen, dass sie drei Augen haben. Das ist doch versteckte Kamera, oder? Soweit ich weiß, müssen Druidentrainer einen Eid schwören, ein vorbildliches Leben zu führen. Und bei aller Liebe, Sie, Sir, haben sich, wie man neudeutsch sagt, unehrenhaft einen reingelötet. Und zwar bis zum Anschlag, wenn ich das noch hinzufügen darf. Schuldig im Sinne der Anklage. Ich sage es mal so. Wenn ich heute Chili gegessen hätte, müsste ich mir echte Sorgen machen. Denn die Luft hier drin ist so mit Alkohol durchtränkt, dass es jederzeit eine Explosion geben könnte. Sag mal, kommst du von der Druidentraineraufsicht und führst hier eine unangekündigte Kontrolle durch? Nein, ich bin hier, um die Bärenform zu lernen, damit ich unseren unfähigen Tank unterstützen kann. Ihr habt mich eingeladen und wir haben jetzt gerade den Termin. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Ich habe mich hier fast eingeschissen. Naja, ich leg mich wieder hin. Komm an einem anderen Tag wieder. Ach, das ist aber schade. Naja, dann werde ich diesen 200 Jahre alten Elfenwein wohl mit meiner Gilde trinken müssen. Ehrlich gesagt sind die ziemlich langweilig. Herzlich willkommen, mein Freund. Wie kann ich dir behilflich sein?
Ich würde gern die Bärenform lernen. Wäre das hier möglich? Ja, passt schon. Ich hole uns erstmal zwei Gläser. Im Druidismus spielt Alkohol eine wichtige Rolle. Habe ich es schon erwähnt? Oh, Mann. Armer Miracoli. Das verläuft wohl nicht ganz so, wie sich das unser Druide vorgestellt hat. Schauen wir in der Zwischenzeit einfach mal zum Eingang der Tiefenschachtmine. Denn genau in diesem Augenblick kommen unsere restlichen Helden dort vergnügt und abenteuerlustig an. Ich kann Gold heimwehen. Schaut mal, Freunde, da tanzt eine Elfe nackt auf dem Briefkasten. Aber sag mal, wann sind wir endlich da? Läuft der Vollidiot gerade echt rückwärts? Horst, mein Lieber, du musst dich einfach nur umdrehen. Oh, wir sind da. Und wie kommen wir da jetzt rein? Horst, da hinten ist doch der Eingang, mein Lieber. Raul hat recht. Wir können das nicht länger so hinnehmen. Ich habe kein Wort verstanden. Hier muss gerade irgendwo ein Zug vorbeigefahren sein. Raul, kannst du das bitte nochmal wiederholen? Ihr verarscht mich wieder, oder? Mein Gott, dann hör halt richtig zu! Raul hat gesagt, Horst ist für sich und uns eine Gefahr. Mit so einem Tank können wir doch nur wipen. Ja, ganz Unrecht habt ihr damit nicht. Soll ich mal versuchen, seinen Stamina-Buff runterzunehmen? Dann kann Raul ihn mit Intelligenz buffen. Ja, in Gottes Namen, tu es! Wieso geht mir gerade der Satz, auf keinen Fall Int buffen, durch den Kopf? Ja, jetzt wo du es sagst, da war irgendwas. Egal, wir haben ja nichts zu verlieren. Hallo Leute, ich bin hier im Gebüsch. Ich mache gerade Kaka. Ich breche hier gleich zusammen. Könnt ihr jetzt bitte sofort euren Job machen? Du hast ja recht. Los geht's. So, können wir jetzt geschwind in die Schlacht reiten und den Oberschurken Goldzahn zur Strecke bringen? Die Leute werden Lieder über unsere Heldentaten singen. Ich bin so aufgeregt. Würde es euch etwas ausmachen, wenn ich unseren Weg mit einem bedeutenden Gedicht ein wenig aufwerte? Kann es sein, dass unser Krieger ein wenig überempfindlich ist, was Buffs angeht? Vielleicht hat er sowas wie eine Buffallergie. Ich will singen! Wenn wir ihn nachher einfach tief in der Höhle zurücklassen, findet er bestimmt nicht mehr alleine raus. Und wir können uns einen neuen Tank... Dimitri? Hey, ich spreche nur das aus, was wir alle denken. Wir müssen den Kerl unbedingt loswerden. Ich meine... Dimitri! Ja, so ist das, wenn man mit seinen Buffs nicht ein wenig vorsichtiger ist. Sensible Menschen können unterschiedlich darauf reagieren. Ein Int-Buff macht bei jedem was anderes. Bei 99,9% der Charaktere erhöht er den Intelligenzwert. Und Horst macht er eben zu einem... zu einem Typen aus The Witcher, der die ganze Zeit komische Lieder singt. Ja, das ist ein guter Vergleich. Die Helden, sie gingen mit Wehmut im Herzen und hatten beim Stuhlgang fast keinerlei Schmerzen. Puh, ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, den Schauplatz zu wechseln. Wir gehen zurück zu Miracoli und seinem Trainer. Schauen wir mal, ob unser Druide bereits die Bärenform erlernt hat. Also ich als Heiler in meiner Baumform, ja? Voll wie ein Eimer mit nur noch zwei Leuten am Leben. Ich hab mir einfach gedacht, na was soll's, wir haben nichts mehr zu verlieren. Also nehme ich den weiblichen Gnom mit den pinken Zöpfen und werf ihn voller Wucht Richtung Ragnaros. Sie rollt sich zusammen wie eine Kanonenkugel und trifft Ragnaros voll im Kinn. Was natürlich keiner wusste, ist, dass der Feuerlord ein ziemliches Glaskinn hatte. Ich sag dir, der ist umgefallen wie die Metacritic-User-Bewertung von Diablo 4. Naja, und dann habe ich mir den ganzen Loot geschnappt und bin rausgeportet, wie man's halt so macht. Ich will kein Cataclysm Classic spielen. Mama, ich... Oh, du bist es. Bist du mit deinem Referat fertig? Ich sehe schon, du bist an Legendengeschichten nicht interessiert. Also kommen wir zum Geschäftlichen.
Endlich. Du wolltest die Bärenform, habe ich recht? Ich finde es bemerkenswert, dass du trotz der Tatsache, dass du die ganze Flasche mit dem Elfenwein weggelötet hast, gefühlt nüchterner klingst als zu Beginn unseres Treffens. Ja, einmal Bärenform, bitte. Komm sofort. Oh, das war irgendwie falsch. Warte, ich hab's gleich. Irgendwie ist bei unseren Helden heute ein wenig der Wurm drin, oder? Schauen wir mal, wie weit der Rest der Gruppe auf der Jagd nach Goldzahn gekommen ist. Du nicht nehmen, Kerze! Was ist das hier drin für eine abartige Koboldplage? Ich hab jetzt bestimmt schon 200 Stück von denen getötet. Du tötest einen und 5 Sekunden später spawnen 2 neue. Du nicht nehmen, Kerz. Guter Feuerball, Raul. Der hat richtig eingeschlagen. Ja, du hast recht. Baby Blocksberg wäre stolz. Ich ignoriere euren Trollmist jetzt einfach. Aber sag mal, wir sind jetzt seit 4 Stunden hier drin und es gibt einfach keinerlei Spur von Goldzahn. Müsste der hier nicht irgendwo sein? Ich meine, so groß ist die Mine jetzt nicht. Sehe ich auch so. Hab schon lange keinen Bock mehr. Horst, was meinst du? Mir ist nach einem Gedicht zumute. Wo steckt denn nur der Bösewicht? Verzweifelt verziehe ich das Gesicht. Doch wenn wir ihn dann endlich finden, wird sein Kopf vom Rumpf verschwinden. Ja, du hast recht, Raul. So langsam wird er besser. Danke, mein treues Publikum. Kann die Jugend von heute nicht mehr selbst googeln? Muss ein alter Mann euch erklären, dass Goldzahn nicht mehr in der Mine, sondern auf einem kleinen Hügel daneben steht? Lest ihr dann keine Questtexte, ihr Jubs? Oh, huch, das muss ich wohl überlesen haben. Ich hab mich auf euch verlassen. Was für eine Schmach! Es hat schon seinen Grund, warum Alimania den Untertitel »Die Allianz des Wahnsinns« trägt. Unsere Helden verlassen also auf dem schnellsten Weg die Tiefenschachtmine und machen sich auf die Suche nach Goldzahn. Auch bei unserem Druiden Miraculi läuft noch nicht alles rund. Oh Mann, du seniler alter Trunkenbold, ich will die Bärenform und nicht Hagenbecks Tierpark. Ja, ja, schon klar, schon klar. Das hier müsste jetzt aber die richtige Tierform sein. Nee, warte, jetzt hab ich's. Verdammte Kiste, ich muss echt aufhören zu saufen. Zurück im Wald von Elwin. Unsere Heldenquestgruppe steht nun endlich dem sagenumwobenen Oberkobold Goldzahn gegenüber. Wie aufregend! So, ich lese nochmal eben den Questtext. Wir sollen ihm nicht seinen Goldzahn ausschlagen. Schade, nach 4 Stunden Grind wäre mir gerade sehr danach. Ja, mir auch, Raul. Aber nein, es geht wohl um die Halskette von Bernice, die er geklaut hat und bei sich trägt. Da, hinten steht er. Aufgepasst, Freunde. Der sieht ziemlich wütend aus. Oh, nicht schon wieder eine Questgruppe. Wollt ihr auch Stress? Die letzte Gruppe hat direkt nach unserem Kampfhorden-Chars rerollt. Überlegt euch also gut, ob ihr Stress wollt. Naja, also unser Questgeber Billy McClure hat uns... Oh, sprich seinen Namen nicht aus. Ich hasse Billy McClure. All die schlechte Publicity der letzten 20 Jahre habe ich diesem Rotzlöffel zu verdanken. Früher war ich ein netter Kobold, den jeder mochte. Und jetzt... Können wir ihm bitte endlich den Kopf abschlagen? Horst, in Tankposition. Nee, sorry du. Ich bin Pazifist. Von Gewalt halte ich gar nichts. Hey du, Goldzähnchen, hast du nicht Lust, ein schönes Lied mit mir zu trällern? Also, das hat mich noch nie jemand gefragt. Alle wollen immer nur die blöde Halskette. Ich bin gerührt und sage generell zu einem guten Song niemals nein. Prima. Ich weiß auch schon, was wir jetzt gemeinsam in einem Duett zum Besten geben werden.
Es war einmal in einem kleinen Städtchen. Da lebte ein Mädchen namens Barbara. Und diese Barbara war im ganzen Land für ihren abartig guten Rhabarberkuchen bekannt. Ja, man könnte sagen, dass Barbaras Rhabarberkuchen ohne Wenn und Aber gar eine geradezu magische Erfahrung war. Abracadabra. Während Horst und Goldzahn Musikgeschichte schreiben, ist unser Droide mit seinen Nerven ziemlich am Ende. Bärenform, Bärenform. Ist doch ganz simpel. Ich könnte mit 9 Jahren schon Leuten diesen einfachen Verwandlungszauber beibringen. Wieso geht es denn jetzt nicht mehr? Weißt du was, scheiß drauf. Wir haben ja schon einen Tank in der Gruppe, auch wenn der ziemlich seltsam ist. Also was soll's. Du kannst den Wein behalten und ich reise zurück nach Goldshire. Danke für gar nichts. Das war ja leicht. Die Jugend von heute ist so einfach zu verarschen und gibt viel zu leicht auf. Was mache ich jetzt? Na, ich warte weiter auf Vessel of Hatred und hoffe, dass endlich The Book of Elvis weitergeht. Und so treffen sich unsere Helden am Abend wieder in der Taverne von Goldshire, um von ihrem Tag zu berichten. Nachdem Goldzahn und ich dann auch noch die Synchronchoreo zum Song getanzt haben, war er so gut drauf, dass er uns die Halskette einfach geschenkt hat. So easy habe ich noch nie eine Quest erledigt. Man kommt halt auch ohne Gewalt weiter. Ja, war total easy. Die 4 Stunden Kobold-Grind in einer stinkenden dunklen Höhle waren auch toll. Nicht. Jetzt stell dich doch nicht so an, Atinu, nur wie... Dieser verkackte Elfenname fuckt mich so ab, ey. Ich nenn dich ab jetzt einfach Uschi. Du nennst mich ganz bestimmt nicht Uschi und entweist damit meinen jahrhundertealten Elfennamen. Ich... Kann man sich leichter merken. Ja, Uschi, finde ich gut. WoW-Abo kündigen. Gründe für die Kündigung? Toxische Atmosphäre, zu wenig Frauen, zu kleine Taschen. So, fertig. Es ist schon irgendwie niedlich, wie sie immer einen auf unnahbar macht. Herr Drehbuchschreiber, ich möchte dringend mit Ihnen ein Hühnchen rupfen. Wäre es nicht angebracht, diesen sexistischen und toxischen Gnom durch eine nette und sympathische Sprecherin zu ersetzen? Geht nicht. Seine Fans in der Überzahl. Wenn ich ihn rausschmeiße, verklagt mich Ara und es wird heißen, mein Hörspiel sei zu Vogue. Keine Chance, sorry. Puh, Männer. Diese Diskussion ist noch nicht zu Ende, Herr Stevino. Liebe weibliche Elimaniacs, lasst uns gemeinsam eine Petition starten. Für mehr Frauen in Elimania. Hat, soweit ich weiß, die alte Uschi damals auch versucht. Und wo ist sie jetzt? Radiomoderatorin. Danke, Raoul, dass du den Impaff wieder runtergenommen hast. Ich fühle mich jetzt viel besser. Eine Sache habe ich noch. Mit meiner Alchemie geht es richtig gut voran. Schaut mal, ich habe hier gerade einen Trank gebraut, der einen so richtig... Oh mein Gott, sie haben Dimitri getötet. Herr Drehbuchschreiber, hier ist jetzt gerade eine Stelle frei geworden. Zwinker, zwinker. Bin schon wieder da. Der Geistheiler ist direkt gegenüber bei der Schmiede. Verdammt! Küss mich endlich, du wilde Maus. Eher würde ich einen ganzen Abend lang Cataclysm Classic spielen. Wow. Schachmatt, der hat gesessen. Du wurdest soeben beerdigt, Bruder. Verdammt, die ist echt gut. Aus unserer schönen Gilde könnte man auch eine 24-Stunden-Reality-TV-Sendung machen, oder? Also, ich würde es gucken. Leider war's das schon für heute, ihr wunderbaren Elimaniacs. Die nächste Folge kommt aber zeitnah. Wir wollen ja schließlich genau wissen, wie es mit unseren Helden weitergeht. Hab ich recht? Also, bis zum nächsten Mal. Winke, winke. Hörst era Songen som för många gånger. Ich habe gehört, dass man sich als Schneiderin eigene Taschen herstellen kann. Herstellen kann man es auch, ja. Wo steckt er nur, der Bösewicht? Verzweifelt verziehe ich das Gedicht. Fuck, Fotze. Ach du Scheiße. Raul? Raul? Was war das denn? Erreichen unsere Freunde die Sogen... Raul. Raul, der Kerl heißt Raul. Warum kriege ich das? Urgh. Und nachdem ich Goldzahn... Was? Und nachdem Goldzahn und ich... Ey, Bro, ich muss wieder in die Schule, ich kann nicht lesen. Und nachdem Goldzahn und ich dann noch an die... Junge, was ist da...
Kann das bitte nicht in die Outtakes? Ich habe bald keine Freunde mehr. Ich bin mir gerade unsicher, ob man die Hühner in der Aufnahme hört. Dann wüsstest du, dass ich Raul auf die Verzauberer... Zurück im Wald von Elwin. Unsere Helden Quest... Nachdem Goldzahn und ich unser... Und nachdem Goldzahn und ich dann auch noch die Synchroko... Und nachdem Goldzahn und ich dann auch noch die Synch... Nee, Römer, nein. Und entweist damit meinen jahrhundertealten Elfennamen. Ich muss husten. Wenn wir ihn nachher einfach tief in der Zung. Man kommt halt auch ohne Gefalt weiter. Fuck, Gefalt? Junge. Oh. That's it.